Wenden wir uns nun dem Problem Fehlerbehandlung zu. Ich habe es eingangs schon gesagt, dass wir bei Web Services das Thema haben, dass wir auf dem Server eine dort lokal auftretende Exception haben, die wir eigentlich dem Client signalisieren möchten. Der Server selbst soll natürlich weiterarbeiten, unabhängig davon, ob dort eine Exception aufgetreten ist oder nicht. Also der Server wird diese Exception fangen müssen. Wie sieht die Lösung aus im WS-Stern-Universum? Naja, man definiert einfach in der Whistle-Datei zusätzlich einen sogenannten Fault Type. Und diese Fehler, die man dort definiert hat über diese Fault Types, die kann man dann auch senden. Na, und Sie sehen, dass man dafür gar nicht viel braucht, nämlich genau das, was hier noch einmal rot hervorgehoben ist. Sie brauchen einen Elementnamen, den Sie verschicken wollen, der in Ihrem Namespace drin ist, und dann brauchen Sie eine passende Message. Sie sehen es hier mit einer No-Notes-Yet-Fault-Message definiert, die zu unserem Beispiel passt. Wenn Sie also bei GetNotes ein Problem hätten, dass Sie noch keine Notiz haben, dann könnten Sie diese Fehlermeldung verschicken. Und diese Message kommt genau dann ins Spiel, das sehen Sie jetzt unten bei der passenden Operation, die mit GetNotes ja benannt ist, kommt ins Spiel und wird einfach zusätzlich definiert zu dem Input bzw. Output, sodass also statt des Outputs hier auch dieser Fault zurückkommen könnte. Nach diesem Fehlerbehandlungsbeispiel schauen wir uns jetzt das nächste Problem an, das gelöst wird durch den WS Addressing Standard, also den ersten Standard, den wir uns an erweiterten Standards aus dieser WS-Stern-Standardfamilie genauer anschauen. Und zwar haben Sie das Problem normalerweise, Sie senden eine Anfrage und Sie möchten aber vielleicht, dass die Antwort woanders hin gesendet wird. Die Standarddefinition eines solchen Endpoints in einer Whistle erlaubt eben nicht zu sagen, ich möchte an eine andere Adresse antworten, ein Feature, das Sie eigentlich aus E-Mails zum Beispiel als Reply to bereits kennen. Diese Antwort muss also über dieselbe HTTP-Verbindung zurückgeschickt werden, die die Anfrage bereits beinhaltete. Was bedeutet wiederum natürlich, der Sender ist dann auch gezwungen, diese Antwort selbst zu verarbeiten. Na, welche Lösungen hätten Sie, um das grundsätzlich zu beheben? Zum einen könnten Sie eine Antwortadresse als Parameter am HTTP-Request spezifizieren, dann aber verlieren Sie diesen Vorteil von SOAP, dass Sie eigentlich nicht an HTTP als Transportprotokoll gebunden sind. Das heißt, einen wesentlichen Unterschied gegenüber REST, der dann nivelliert wird, der verschwindet dann. Die zweite Alternative ist eben genau, Sie erweitern den Standard mit WS Addressing. Wie sieht das dann konkret aus? Na, Sie können an den Endpoint References, können Sie dort die SOAP-Header-Felder benennen, mit Feldbezeichnern genau analog zum E-Mail-Standard, also from to, reply to, fault to. Und in jedem Feld ist die Angabe eines solchen URI vorgesehen, auch mit einem komplett anderen Protokoll. Also zum Beispiel könnten Fehler eben genau per E-Mail signalisiert werden, dann also über SMTP-Protokoll oder auch asynchron in eine Message Queue über Java Message Service Protokoll. Was Sie damit natürlich auf jeden Fall erreichen, ist eine weitere Entkopplung von Sender und Empfänger auf der Protokollebene schon mal auf jeden Fall, aber wenn Sie etwas Asynchrones verwenden, dann auch noch auf der zeitlichen Ebene. Schauen wir uns das kurz an, wie dann unsere Whistle aussehen könnte, beziehungsweise unsere SOAP-Nachricht aussieht. Unsere SOAP-Nachricht beinhaltet jetzt zusätzlich den Verweis auf diesen Namespace für Addressing. Und da sehen Sie, im Header wird eine Message-ID spezifiziert und obendrein benannt eine Reply-to-Address. Wir sehen also hier diesen Hinweis WSA-Reply-to und darunter die Address. Und dann sehen Sie, wohin Sie antworten sollen. In diesem Falle vielleicht an einen anderen Webservice, der das dann verarbeitet. Versuchen Sie wieder nicht, diesen Webservice aufzurufen, den gibt es dort nicht. Und Sie benennen jetzt auch, wohin geht es eigentlich? Das To, ja, das ist weiterhin unser Addir-Service, den Sie in den ersten Beispielen schon gesehen haben, den es aber auch nicht gibt, der hier nur als Beispiel verwendet wird. Weswegen spezifizieren Sie hier noch diese Action? Sie spezifizieren die Action, damit, falls jetzt hier
diese Antwort eben an diesen anderen Service rausgeht, dieser andere Service noch nachvollziehen kann, was war eigentlich die angefragte Aktion, die zu dieser Antwort geführt hat. Es könnte ja sein, dass dieser Some-Service, der dann als Reply-to-Address angegeben ist, in mehreren Arten von Requests als Reply-to-Address genannt ist und jetzt eben mit Antworten zu mehreren unterschiedlichen Requests versorgt wird. Und damit er das noch unterscheiden kann, was hier das Ausgangsrequest war, deswegen gibt es dann hier diesen Parameter zur Action. Nach dem Header haben Sie halt eine ganz übliche Message mit einem Soapbody, wo dann die einzelnen Parameter genannt sind. Das habe ich hier nicht weiter ausgeführt. Schauen wir uns dann an, wie ein Publish-Subscribe-Muster funktionieren kann mit WS-Eventing. Wenn Sie also die klassische asynchrone Middleware es vorsieht an Features über das WS-Stern-Standard-Konglomerat ermöglichen wollen, dass Sie so eine Publish-Subscribe-Funktionalität haben. Also Sie können als Listener sich an Ereignisbenachrichtigungen in einer Quelle hängen und diese Ereignisbenachrichtigungen, die werden halt verwaltet. Dann sehen Sie hier dieses Setup. Das ist zum einen den Subscription Manager, der das eigentliche Management durchführt der Subskriptionen. Dann haben Sie auf der linken Seite eben die Quelle, die dieses Management, wer alles auf Ihre Benachrichtigung lauscht, eigentlich nicht übernehmen möchte und deswegen delegiert an diesen Subscription Manager. Und Sie sehen, dass es auf der anderen Seite dann noch den Subscriber gibt. Besonderheit hier ist, der muss nicht identisch sein mit der Senke, also nicht identisch mit dem Listener, der nachher die Benachrichtigung empfängt. Sie können also jemand anders mit Benachrichtigung versorgen. Würde etwas daran erinnern, dass Sie ja im Postweg auch in der Lage wären, jemand anderes Adresse irgendwo einzutragen, der dann ja, Werbenachrichten unverlangt bekommt. Und hier gehen wir mal davon aus, dass der Sender die Benachrichtigung in der Regel schon angefordert hat. Der Subscriber kann also der Quelle diese Subscribe-Message schicken und obendrein gibt es die Message Subscription N, wenn die Quelle mitteilt, jetzt wird die Subskription enden, vielleicht weil sie keine Ereignisse mehr erzeugt, die für den Subscriber interessant wären. Da sehen Sie also auch genau die Nachrichtentypen, die hier genannt sind. Einmal haben Sie dieses reine Subskriptionsmanagement. Der Subscriber subscribt sich also bei der Quelle. Dann haben Sie dieses Thema Get-Status, da können der Subscriber den Subskriptionsmanager fragen, ist denn meine Subskription noch aktuell? Renew würde die dann erneuern. Unsubscribe würden Sie genauso mitteilen von Subscriber-Seite. Jetzt besteht kein Interesse mehr an diesen Ereignissen. Und die Quelle kann eben dem Subscriber auch signalisieren, dass sie nicht mehr zur Verfügung steht. Obendrein fließen dann natürlich die eigentlichen Nachrichten noch von der Quelle zur Senke, die sehr oft eben doch identisch ist mit dem Subscriber, aber nicht immer. Wie sieht so eine Subscription-Nachricht aus? Sie sehen es hier, es steckt hier wieder drin WS Addressing als Standard, wie Sie aus der zweiten Zeile entnehmen können, und jetzt eben auch WS Eventing. Und dann sehen Sie im Header hier wieder, dass eine Action vorgegeben ist. Es gibt hier wieder eine Message-ID, die es dem Reply to, also der Sync, der Senke, ermöglicht festzustellen, was für eine Aktion das eigentlich war. Und Sie sehen dann hier in diesem Beispiel, dass hier eine Überwachung stattfindet für Sturmwarnungen, die über dieses Example.org OceanWatch und die Event Source, die dort hängt, gelöst wird. Das ist also angegeben im WSR2, dass dorthin sich das Ganze richtet. Und im Body sehen Sie dann die eigentliche Nachricht, wo Sie feststellen, dass die Benachrichtigung gehen soll an diesen Service Event Sync on Storm Warning. Und Sie können zudem noch weitere Eigenschaften hier angeben, die mitgeschickt werden in dieser Nachricht, damit nachher noch nachvollziehbar ist für die Senke, die hier etwas erhält, auf der Basis welcher Subskription zum Beispiel ist eigentlich diese Nachricht entstanden. Und die Senke dann diese Subskriptionen eventuell über den Subscriber, wenn sie es selber ist, kann sie es selbst erledigen, dann abbestellen kann, wenn an diesen Nachrichten kein Interesse mehr besteht. Dieses Beispiel sehen Sie, ist direkt von W3.org entnommen, aus dem WS Eventing als Beispiel. Die Benachrichtigung, sehen Sie hier auch ein
Beispiel sieht dann entsprechend aus, dass Sie hier oben diese Action angegeben haben und wieder die entsprechende Nachrichten-ID. Zudem haben Sie dann als To wieder die entsprechende Adresse angegeben, wohin das Ganze gehen soll. Und hier, wie Sie sehen, auch diese Mitteilung, welche Subskription hat das Ganze denn verursacht. Und danach die eigentliche Aussage, welches Thema hier interessant war. Und im Body finden Sie dann genau diese Angaben zum Datum, zur Zeit, zur Windgeschwindigkeit und zum Ort, wo diese Messung durchgeführt wurde. Und dazu noch einen Kommentar. Diese Nachricht ist offenbar in dieser Weise spezifiziert, dass sie diese Daten beinhalten soll, wenn Sie einen solchen Wind Report erhalten. Wenden wir uns dem nächsten Teil zu, der in der WS-Sternfamilie spezifiziert ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, nicht funktionale Anforderungen sind auch über WS-Stern-Standards abgedeckt. Und zwar über WS-Policy bzw. WS-Policy-Attachment. Damit können Sie entweder von Client-Seite aus bereits signalisieren, ich habe folgende nicht funktionale Anforderungen, oder aber von Server-Seite aus signalisieren, ich genüge folgenden Policies bezüglich zum Beispiel Sicherheit oder Quality of Service. Und diese Policies können Sie in die Whistle-Datei integrieren, sodass ein Client, der eine Whistle abfragt, daran feststellen kann, genügt dieser Service meinen Anforderungen. Was sind die Begriffe in diesem Kontext? Zum einen die Policy. Policy ist letztlich eine Menge von Policy Assertions. Die Policy Assertion ist wiederum eine individuelle Präferenz bezüglich irgendeiner Anforderung. Und die Policy Expression ist dann das Ausdrücken dieser Policy Assertions in XML. Und das Subject einer Policy ist letztlich dann der Webservice oder der Endpoint, auf den Sie diese Policy anwenden. Und die Policy Attachment ist dann tatsächlich der eigentliche Vorgang der Verbindung einer Policy mit einem solchen Policy Subject. Entweder indem Sie die Policy in das XML reinsetzen, dieses Subjects, also zum Beispiel in das XML der Endpoint-Definition Ihrer Whistle, oder indem Sie über eine XML-Referenz das Ganze mit dem Endpoint verbinden und dort referenzieren. Schauen wir uns also jetzt ein Beispiel an zu WS Policy und WS Policy Attachment. Auf der linken Seite sehen Sie WS Policy, hier angegeben mit dem entsprechenden Namespace. Und darunter finden Sie eben noch einen Hinweis auf ein WS Security Utility. Und dann sehen Sie, dass die eigentliche Policy besagt, dass Sie ein erneutes Sendeintervall haben möchten von 5 Sekunden. Und wenn Sie nicht zum Erfolg kommen, dann exponentielles Backoff, also eine Wiederholung mit exponentiell steigenden Zeiten. Ein bisschen wie Sie das auf Netzwerkprotokollebene vielleicht schon kennen. Das WS Policy Attachment fügt diese Policy jetzt einer bestimmten Endpoint Reference hinzu. Sie sehen, dass hier diese Angabe applies to und dann die Endpoint Reference, die hier auf eine bestimmte Adresse zeigt, wieder angegeben als WS Addressing. Und ansonsten finden Sie unten dann noch die eigentliche Angabe der Policy Reference, nämlich dieser RM Policy, was genau dieser ID entspricht, die auf der linken Seite dieser Policy gegeben wurde über dieses WS Security Utility. Damit haben Sie also dann diese Verknüpfung von der Policy zu der Endpoint Reference über diese zwei Punkte. Einmal die Angabe der Endpoint Reference als WSA-Adresse in diesem Applies to. Und zum anderen die Policy Reference als UI-Angabe der eigentlichen Policy, die links definiert wurde. Und die Policy beinhaltet eben dann genau Ihre Policy bezüglich erneutem Sendeintervall und Backoff, wenn etwas nicht funktioniert.
Schauen wir uns jetzt noch einen etwas größeren Standard an, WS Security. Hier geht es erstmal um Sicherheitsziele, die Sie schon kennengelernt haben in unserem Exkurs zur Sicherheit, nämlich Authentisierung, Privacy und Integrität. Wie setzt man die in WS Security um? Einmal die Authentisierung, die setzen Sie um über Sicherheitstoken, das können einfach Benutzernamen und Zertifikate sein, zum Beispiel auf Basis des X509 Standards oder Security Access Markup Language, SAML. Den Transport der Schlüssel und Credentials regelt WS Security in diesem Zusammenhang ebenfalls. Dann in dem Bereich Privacy haben Sie die Möglichkeit, XML Encryption einzusetzen, also das XML selber zu verschlüsseln, einmal über symmetrische Verschlüsselung oder auch über asymmetrische. Die wesentlichen Unterschiede dieser Verschlüsselung haben Sie ja auch bereits kennengelernt. Zum anderen können Sie auch private Daten und die eigentlichen Schlüssel transportieren lassen. Im Bereich Integrität, also Sicherstellung der Unverfälschtheit einer Nachricht, da gibt es Standards wie XML Signatures und auch XML Canonicalization. Und Sie können auch einen Digest-Algorithmus einsetzen, der über WS Security spezifiziert ist. Schauen wir uns diese Mechanismen in der Kombination mal an. Wenn Sie jetzt erstmal auf der linken Seite sind und schauen sich Message-Level Security an, Sie haben also eine SOAP-Nachricht, wo im Header zum Beispiel ein Benutzername steht, der als Security-Token dienen soll, und im Body steht die eigentlichen Daten dieser Nachricht, dann können Sie darüber zwar die Authentifizierung sicherstellen, dass also der Benutzer derjenige ist, der er zu sein vorgibt, aber Sie haben keinerlei Schutz gegen unbefugten Zugriff, die Daten sind einfach lesbar. Wenn Sie jetzt diese Lesbarkeit verhindern wollen, wäre das Einfachste, dass Sie einen sicheren Kanal etablieren. Sie haben schon kennengelernt, dass das zum Beispiel über SSL passieren kann, also über die sogenannte Transport Level Security. Schon auf Transportprotokollebene stellen Sie sicher, dass man hier diese Daten nicht lesen kann. Dann haben Sie im Header ein verschlüsseltes Username-Token und im Body die eigentlichen Nachrichtendaten. Damit stellen Sie grundsätzlich erstmal Privacy und natürlich auch von links noch die Authentication, also die Authentifizierung, sicher. Das Problem, was Sie jetzt aber haben, ist, dass Ihr Username-Token eigentlich an den Nachrichteninhalt nicht gebunden ist. Also wenn es jemandem gelingt, sich dazwischen zu schalten und die Nachricht abzufangen, dann könnte er den Nachrichteninhalt immer noch verändern. Sie kennen diesen Angriffsmechanismus Man in the Middle, wo also sich jemand dazwischen schaltet und den anderen Endpunkt dieser zum Beispiel SSL-verschlüsselten Transportstrecke übernimmt und seinerseits dann die Nachrichten weiterleitet an den eigentlich vorgesehenen Empfänger, sodass der das vielleicht zunächst einmal gar nicht mitbekommen kann, dass hier diese Nachricht zwischendrin abgefangen wurde. Und um sich davor zu schützen, müssten Sie eben diesen Username-Token und den Nachrichteninhalt binden und sicherstellen, dass die Integrität der Nachricht gewahrt bleibt, also dass ein Abfangender diese Nachricht nicht verändert. Und die Lösung dafür liegt eben genau in XML Signature. Sie haben also eine Signatur, die im Header vermerkt ist, und diese Signatur wird genau berechnet aus dem verschlüsselten Username-Token und auch den Nachrichtendaten im Body und an die jeweiligen Blöcke angehängt. Und damit wissen Sie sicher, dass diese Datenblöcke, die signiert wurden, zum einen authentisch sind, zum anderen aber auch integer sind. Also genau von diesem Benutzer in dieser Form auf die Reise geschickt wurden. Wenn Sie jetzt schauen, wo Sie WS Security Inhalte einhängen können in die Whistle-Datei, dann haben Sie einmal das Service-Level. Damit wirkt diese Definition von WS Security auf den gesamten Service, den Sie überhaupt in dieser Whistle definieren. Zum anderen können Sie das Endpoint-Level verwenden. Dann wirkt es nur auf einen Port, der innerhalb dieses Service verwendet wird. Wenn Sie es noch feiner granular brauchen, können Sie auch Operation Level einsetzen, also nur eine einzige Operation absichern, die
ein solcher Endpoint anbietet. Und im Message Level, da haben Sie dann ja sogar innerhalb der Operation nochmal diese Input- und Output-Nachrichten, die Sie entsprechend sichern können. Das heißt, dann sind Sie auf einem noch feineren Level und zum Schluss könnten Sie auch innerhalb der Nachrichten nur die Daten absichern. Was Sie genau einsetzen, hängt natürlich davon ab, was Sie hier erreichen möchten. WS Security Policy definiert die Granularität dann als verschiedene Policy Subjects und WS Policy Attachment gestattet, diese WS Security Policies anzuhängen. WS Policy Attachment haben Sie eben schon gesehen. Welche Optionen haben Sie jetzt grundsätzlich, Ihre Web Services sicher zu gestalten? Sie wissen ja auch, dass Web Services, wenn sie erstmal offen sind, per se anfällig sind für Angriffe, aber auch interessant sind. Na, Sie können zum einen selbstbeschreibende Security einsetzen. Das ist genau dieses Thema, dass Sie die Nachricht entsprechend sichern. So wie Sie es eben gesehen haben. Es gibt also dann zwischen Client und Server keine Detailverhandlung, sondern es ist sozusagen Kernrequirement, dass Sie hier Security haben. Basis dafür wäre genau WS Security. Wenn Sie als andere Variante eine separate Policy definieren, dann erweitern Sie tatsächlich den Kontrakt, der über diese Whistle gegeben ist, zwischen Server und Client. Dann ist es eine Muss-Anforderung, hier diese Security zu betreiben. Sie betten es einfach ein in die Whistle und das Ganze eben über WS Security Policy. Ja, Sie könnten auch noch ganz anders ansetzen. Das wäre die dritte Option. Sie konfigurieren die Sicherheit an Ihren Webservice heran. Sie haben also eine separate Komponente für Sicherheitshandling und die konfigurieren Sie für Ihren Service entsprechend. Damit haben Sie diese interne Beschreibung abgetrennt von der eigentlichen Programmlogik und können die durch Konfiguration anpassen. Letzter Punkt wäre, dass Sie selbstbenannte Security haben. Sie trennen also Security und Anwendungslogik und das gibt es teilweise schon über Frameworks, sodass die Security-Handling-Komponente auch einen komplett separaten Lebenszyklus von der eigentlichen Anwendungslogik hat. In dem Fall Security durch Konfiguration könnte es auch sein, dass Sie die Anwendungslogik noch verheiratet haben mit der Security, aber dass Sie schon vorgesehen haben, dass die Security in diesem Bereich konfiguriert wird. Das sind also die wesentlichen vier Optionen, die Sie hier haben, wenn Sie nicht die Sicherheit komplett in die Anwendungslogik vermischen wollen, was unschön und unsauber wäre. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch WS Metadata Exchange vorstellen. Es ist ein Protokoll letztlich, was bootstrappt, also zusammenfasst, mehrere verschiedene Metadatendateien eines Webservice. Sie haben schon die Whistle kennengelernt für die eigentlichen Operationen. Sie haben auch XSDs kennengelernt für die Datenformate und Sie können eben weitere Policies definieren für Ihre Webservices, die auch nicht funktionale Anforderungen erfassen. Und die alle können Sie zusammenfassen über das sogenannte MEX Metadata Exchange oder über WS Transfer und dem Client in einem Rutsch zur Verfügung stellen, sodass er die Gesamtschau auf die entsprechenden Metadaten eines Webservices bekommen kann. Das schauen wir uns jetzt aber nicht weiter in der Tiefe an. Sie sehen ja, es ist nur eine Zusammenfassung von bereits existierenden Protokollen, die Sie verwenden oder von bereits existierenden Dateien. Und das wesentliche Thema dabei ist eben diese mangelnde Standardisierung. Die Whistle standardisiert Ihnen zwar die Beschreibung der Service-Signatur, die Semantik eines Services können Sie eben nur über das Documentation Tag erschließen. Ich habe ja schon in Zusammenhang mit den UDDI-Registries gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, die einzelnen Servicebetreiber dazu zu bringen, dass sie ihre Services so beschreiben, dass sie automatisiert auch wirklich bezüglich der Semantik vergleichbar sind und ein Client automatisiert feststellen kann, das sind zwei Services, die mir dasselbe semantisch gesehen bieten und man dann eben andere Aspekte wie Kosten, Zuverlässigkeit oder ähnliches vergleichen könnte. Oder Antwortzeiten, was auch immer dann Ihre Kriterien als Client sein mögen. WS Policy definiert zwar einen Standard für die Beschreibung nicht funktionaler Anforderungen,
wie Sie eben auch gesehen haben. Leider sind diese Policies aber nur für wenige Eigenschaften vordefiniert. Also ein Allheilmittel ist WS Policy am Ende auch nicht. Zudem eben die Abbildung Verfügbarkeit und Antwortzeiten. Da gibt es noch bisher keinen Standardmechanismus. Es gibt auch für Versionierung nur erste Vorschläge für Patterns, wie Sie das lösen könnten, dass Sie mehrere Versionen eines Webservices in Betrieb haben möchten und die Clients das auch entsprechend auffinden können. Standardisierte Unterstützung von Webservices durch Tools für WSI, also WS Interoperability, ist vorhanden. Die legen zumindest in diesen Bereichen Kommunikationsprotokolle und Security einen gemeinsamen Rahmen fest. Allerdings haben Sie damit eben insgesamt das Bild, dass eine vollständige Abdeckung der Anforderungen, um jetzt zum Beispiel eine serviceorientierte Architektur, eine SOA aufzubauen, mit Webservice-Technologie allein zumindest noch nicht standardisiert verfügbar ist. Sie können die meisten Anforderungen darüber dann schon irgendwie abdecken, aber wehe, Sie versuchen dann etliche Produkte unterschiedlicher Hersteller zusammenspielen zu lassen, dann tappen Sie irgendwann eben doch in diese Falle, dass jeder seinen Teil unterschiedlich interpretiert. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie aus dieser Webservice-Vorlesung einiges mitnehmen konnten. Das Thema ist die nächsten Jahre sicher aktuell und wird Sie immer wieder in Ihrem späteren Leben umtreiben, sei es jetzt, weil Sie Webservices konsumieren wollen in Anwendungen oder weil Sie selber weitere Webservices anbieten. Und den ersten Schritt unternehmen Sie ja dann neben dem Durcharbeiten dieser Beispiele aus der Vorlesung auch über die Übung. Vielen Dank für heute.